Dies ist die 3D-Viewmaster-Geschichte Walt Disneys Figuren von Walt Disney. Viewmaster Bildscheibe 1. Bild 1. Mickey Maus hat Geburtstag. Mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen hat die Minnie Maus ihre Wohnung für Mickeys Geburtstagsfeier auf Hochglanz gebracht. Da kamen schon Goofy und Donald Duck mit einem Riesengeschenk zu Besuch. »Du meine Güte«, prallte Minnie zurück, »aber versteckt euch erst einmal, damit Mickey nichts ahnt.« Und damit schlüpfte sie schnell hinter das Riesenpaket. Bild 2. Wenig später trat Mickey durch die Tür. Sein erster Blick fiel auf das Paket und die daran hängende Glückwunschkarte. In diesem Augenblick kamen Minnie, Goofy und Donald Duck aus ihren Verstecken hervor und überschütteten das Geburtstagskind mit ihren Gratulationen. Minnie aber bat, mach's nur gleich auf, Mickey. Noch nicht mal mir haben die beiden verraten, was drin ist. Bild 3. Das ließ sich Mickey nicht zweimal sagen. Er löste die Schnüre und begann, das Paket auszupacken. Bald bedeckte das Einwickelpapier die ganze Diele und schließlich kam ein Harmonium zum Vorschein. Oh, eine Zimmerorgel, die habe ich mir schon lange gewünscht, jauchzte Mickey und schob das Instrument ins Wohnzimmer. Dann drückte er mit den Füßen Luft in die Orgelpfeifen, schlug erst ein paar tiefe Töne an, probierte einen Triller und leitete zu einem Volkslied über. Das war zu viel für Pluto, der sich bis dahin vorbildlich betragen hatte. Ein langgezogenes Gejaule vermischte sich mit den Orgeltönen. »Willst du wohl still sein, Pluto?« rief Donald ihm zu. »Du bringst unseren Mickey ja ganz aus dem Takt.« Bild 4. Unterdessen kümmerte sich Goofy in der Küche um die Geburtstagstorte. Der eigentliche Teig war noch im Ofen, aber die Puddingsfüllung im Kochtopf roch schon verführerisch. Von Mickeys Harmoniumklängen abgelenkt vergaß Goofy indessen das Rühren und wenige Minuten später war die süße Soße überkocht und bildete eine einzigste Schmiere. Schnell wollte Goofy nun wenigstens den Teig retten, aber ach, viel zu lange schon war dieser im Ofen gewesen. Statt eines lockeren Gebäcks zog Goofy nur ein steinhartes Gebilde aus dem Herd. Dabei rutschte ihm das glühend heiße Ding auch noch aus seinen cremeverschmierten Fingern und so hart war es, dass beim Aufprall sogar der Fußboden einbrach. Bild 5. All dies geschah, während Mickey seinen Gästen im Wohnzimmer immer neue Lieder und Weisen vorspielte. Er kam richtig in Fahrt und versuchte sogar eine Rumba auf seinen Harmonium. Eigentlich gehörten dazu Rumba-Kugeln. Im Nu holte Mickey daher zwei Kastagnetten aus seinem Musikschrank und drückte sie Minnie und Donald Duck in die Hand. Sogleich warfen die beiden ihre Arme und Beine in die Luft. Plutos Haare sträubten sich. Nie zuvor hatte er bei seinen Freunden so komische Verrenkungen gesehen. Bild 6. Goofy in der Küche hatte sich inzwischen trotz seines Mickey-Geschicks zu helfen gewusst. Mit Zuckerguss hatte er einfach eine schöne Widmung auf die steinharte Torte gemalt, Kerzen aufgesteckt und angezündet. Nun stürmte er durch die Flügeltür und überhob sich fast an dem Tortenklotz. »Schnell, Mickey«, rief er, »wünsch dir was und blass die Kerzen aus. Ich kann die Torte nicht länger halten.« Goofy hatte die Flügeltür zum Musikzimmer mit einem Fußtritt aufgestoßen. »Watsch!« Jetzt schwang die Tür zurück und riss ihn samt der Torte zu Boden. Bild 7. So ein Pech! Mickeys Geburtstagstorte war beim Fallen in 1000 Stücke zerbrochen. Traurig saß Goofy neben den Trümmern und auch Minnie und Donald Duck waren betrübt über solch ein Missgeschick. Mickey jedoch fing laut an zu lachen. Seid froh, denn jetzt brauchen wir nicht zu zerschneiden. Und weil alle Kerzen auf einmal ausgelöscht sind, geht auch mein innigster Wunsch in Erfüllung, euch alle stets zu Freunden zu haben. Mickeys Freunde lachten jetzt mit, setzten sich um Goofy herum und feierten weiter. Und obwohl man sich an den Tortenstücken fast die Zähne ausbeißen konnte, schmeckte der Zuckerguss doch wirklich köstlich. Viewmaster Bildscheibe 2,
Bild 1. Donald Duck als Tiefseetaucher. Eines Tages hatte Donald Duck von einem Lumpensammler für nur einen Groschen eine alte Seekarte erstanden, auf der ein geheimnisvoller Schatz tief auf dem Meeresgrund verzeichnet war. Donald, der seit seiner Kindheit im Wasser so gut wie zu Hause war, wurde nun ganz und gar vom Goldrausch gepackt und mietete ein Schiff, auf dessen Bug er mit großen Buchstaben malte: Donald Duck Schatzsucher. Mit Mickey und Goofy an Bord stach er alsbald in See und gab Mickey den Kurs an, während Goofy die Küchenkombüse bezog. Da erscholl nach vielen Tagen auf der See plötzlich Donalds Stimme aus der Kapitänskajüte: Maschine, stopp! Anker auswerfen! Wir sind unmittelbar über dem Schatz! Ich werde sofort danach tauchen! Ohne ein weiteres Wort kletterte Donald über die Reling und hangelte die Strickleiter hinunter. Dann stippte er vorsichtig einen Zeh ins Wasser und schauderte: Brrr, ist das kalt! Mickey jedoch lachte und rief: Hey Donald, du hast ja deinen Taucherhelm vergessen! Bild 2. Richtig, daran hatte Donald in seiner Aufregung gar nicht gedacht. Er setzte daher den Entenschnabel-Spezialkonstruktion auf und ließ sich ins Wasser hinabgleiten, während Mickey ihm die Atemluft durch zwei lange Schläuche zupumpte. Farbige Fische schwammen an Donald vorbei. Herrliche Korallen und Seepflanzen sah er in dieser Welt unter Wasser. Und da, war das nicht das Wrack eines versunkenen Schiffes? Es war wohl über und über mit Rost bedeckt und lag wohl schon lange hier unten. Donalds Herz schlug zum Zerspringen, denn dicht daneben erblickte er auch eine Kiste, auf der sich Muscheln und Seesterne festgesetzt hatten. Hurra, freute er sich, das ist der Schatz, genau an der bezeichneten Stelle. Bild 3. Als Donalds die Kiste erreicht hatte, verdunkelte ein Schatten den Meeresgrund. In Erwartung eines schrecklichen Seeungeheuers starrte Donald ängstlich nach oben, musste dann aber so lachen, dass er sich fast überschlug. Es war nämlich Goofy, der ihm zur Hilfestellung gefolgt war. Er hatte sich ein altes Einmachglas über den Kopf gestülpt und sich auf diese Weise ebenfalls einen Taucherhelm beschafft. Sieh her, Goofy, der Schatz. Genau, wo ich ihn vermutet habe. Fass an, wir wollen ihn heben. Beide zogen nun an der Kiste, doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Sie verdoppelten ihre Anstrengungen, ohne Erfolg. Schade, dass sie nicht leer ist, brummte Goofy, der nicht bedachte, dass die Bergung dann ja sowieso sinnlos gewesen wäre. Bild 4. Die beiden hatten gar nicht gemerkt, dass sich ihnen eine Krake genähert hatte. Eiskalt lief es Goofy den Rücken hinunter, als er plötzlich von zwei glitschigen Armen berührt wurde. Nicht bewegen, bedeutete ihm Donald. Leider haben wir keine Waffen bei uns. Bild 5. Starr wie zwei Salzsäulen standen die beiden und fast glaubte der Krake schon, er hätte gar keine lebendigen Wesen vor sich. Aber ausgerechnet jetzt warf Mickey seinen beiden Gefährten das große Netz herunter, das den Schatz nach oben befördern sollte. Goofy und Donald mussten zur Seite springen, um sich nicht darin zu verheddern. Und das zeigte dem Kraken, dass da doch zwei Lebendige in sein Reich eingedrungen waren. Wider Erwarten tat er den beiden jedoch nichts zuleide, sondern half ihnen sogar beim Heben der Kiste. Wo acht weitere Arme zupackten, ging das ganz leicht. Wenig später konnte Donald dreimal an dem Halteseil für das Netz ziehen, als Zeichen für Mickey, die kostbare Beute nach oben zu holen. Bild 6. Kaum tauchte das Netz triefnass aus dem Wasser auf, da fiel Mickey vor Schreck beinahe ins Meer, denn darin saß ja auch noch der grässliche Krake. Donald, stotterte Mickey entsetzt, ihr habt ja ein Seeungeheuer mit eingepackt. Wenn's weiter nichts ist, gab Donald zurück, da brauchst du keine Angst zu haben. Freund Achterarm half uns sogar. Bild 7. Wenig später waren alle an Bord und machten sich gleich ans Öffnen der Kiste. Was wohl drin sein mag, fragte Mickey. Gewiss ein Vermögen, wahrscheinlich Goldmünzen und Schmuck, erwiderte Donald glücklich. Wir sind Millionäre. Vielleicht sind auch nur Schrauben und alte Nägel drin, gab Goofy zu bedenken. In diesem
Augenblick sprang der Deckel der Kiste auf und Donald wäre beinahe vor Wut geplatzt. Denn was meint ihr wohl, was in der Kiste war? Nichts als Luftballongummis. Was tun wir mit all den Gummis? Jammerte Donald. Vielleicht den Kraken füttern, schlug Goofy vor. Der hat sowas sicher noch nie gesehen. Aber der Krake hatte schon zwei Gummipäckchen aufgemacht und mit vier Händen sogleich zum Munde geführt. Schon blies er die Gummimasse auf und formte daraus herrliche Luftballons. Es sah so komisch aus, dass alle lachen mussten und ganz ihrer Enttäuschung vergaßen, nun doch keine Millionäre zu sein. Viewmaster Bildscheibe 3, Bild 1. Peter Pan und die Piraten. Wie ihr wisst, wohnt Peter Pan auf der Insel nirgendwo und wird niemals älter. Da gibt es Indianer, Feen und Meernixen, allerdings auch böse Piraten. Und immer, wenn sich ein Junge verläuft, weil er nicht auf seine Eltern hört, wird er von Peter Pan nach nirgendwo geholt. Dort leben schon ziemlich viele Jungen, zu denen nun niemand mehr lieb ist und ihnen am Abend Geschichten zum Einschlafen erzählt. Die kleine Wendy und ihre Brüder Michael und Hans hatten sich zwar nicht verlaufen, aber sie waren doch gern Peter Pan gefolgt, als ihre Eltern einmal ausgegangen waren. Schon hatte Peter Pans Glöckchenfee die Kinder mit Goldstaub bestreut, damit sie fliegen konnten. Steil ging es himmellang, wo sie eine Zeit lang auf einer Wolke mitflogen, bis sie unter ihnen die Insel nirgendwo auftauchen sahen. Peter Pan wies auf ein Schiff vor einer Flussmündung. Das gehört meinem Todfeind, dem Seeräuberkapitän Haken. Darum bleibe ich jetzt genau über ihn, denn nach oben kann er nicht schießen. Glöckchenfee bringt euch inzwischen zum verlorenen Haufen am Galgenbaum, meiner Geheimwohnung. Bild 2. Glöckchenfee, Peter Pans ständige Begleitung, hatte es gar nicht gern gesehen, dass Peter diesmal auch ein Mädchen mitgenommen hatte. Die kleine Fee war ganz eifersüchtig und hatte schon ihren eigenen Plan fertig, bevor sie die Kinder am Galgenbaum absetzte. Sie flog voraus, öffnete einen Baumtrunk und rief in den darunter beginnenden Gang: »Schnell, Jungens! Peter befiehlt, dass ihr die schreckliche Wendy abschießt!« Der verlorene Haufen stürzte auf dem hohlen Baum, der zugleich auch Peters Wohnung war, und erhob seinen Flitzbogen und Schleudern. Schon hatte sich ein Pfeil in Hansens Zylinderhut gebohrt, den er seinem Vater ausgespannt hatte. Just in letzter Minute konnte Peter Pan ein Unglück verhindern. »Aufhören«, rief er den Jungen zu und schalt mächtig mit ihm. »Ihr macht ja schöne Sachen. Da bringe ich euch eine Ersatzmutter zum Märchen erzählen und ihr wollt sie abschießen. Ihr solltet euch schämen.« Bild 3. Beleidigt war Glöckchenfee direkt in die Kajüte des Piratenkapitäns Haken geflogen. Der hieß so, weil ihm ein Krokodil einst eine Hand abgebissen hatte. Nun umkreiste es ständig das Schiff, um auch den restlichen Kapitän zu verschlingen. Zum Glück für diesen hatte das Krokodil freilich auch einen Wecker verschluckt, dessen lautes Tick-Tack ihn immer warnte. Glöckchenfee brauchte daher nur einfach Tick-Tack zu sagen und schon zuckte der Kapitän ängstlich zusammen. »Ich bin's nur«, lachte Glöckchenfee und schlug dem Kapitän ein Geschäft vor. »Ich werde dir Peter Pans Versteck zeigen, wenn du Wendy und ihre Brüder gefangen nimmst.« Kapitän Haken grinste höhnisch. »Einverstanden, zeig mir Peters Versteck hier auf dieser Karte.« Die arglose Glöckchenfee ging auf der großen Landkarte bis zu einem bestimmten Punkt. »Der Galgenbaum«, grollte der Haken. »Es ist doch nicht zu glauben. Gerade dort habe ich jahrelang all meine Gefangenen aufgeknüpft und niemals den leisesten Verdacht geschöpft.« Bild 4. Noch am gleichen Abend umstellte Kapitän Haken mit seinen Matrosen den Galgenbaum. Er nahm Mandy und ihre Brüder gefangen und ließ für Peter Pan ein Geschenk in dessen Wohnung hinunter. Eine schön verpackte Zeitbombe, die beim Auspacken explodieren sollte. Bild 5. An Bord des Piratenschiffes wurden die Gefangenen am Hauptmast festgebunden. Mit finsterer Miene erklärte ihnen Captain Haken: »Ihr müsst
euch entscheiden. Entweder ihr werdet Piraten oder ich werfe euch über Bord. Piraten? Niemals, rief Wendy tapfer. So, Kapitän Haken ließ die vorlaute Wendy mit gefesselten Händen auf eine als Sprungbrett ausgelegte Planke stellen. Dann stieß er sie Schritt für Schritt dem feuchten Grabe zu. Peter Pan wird mich retten, rief sie vertrauensvoll. Peter Pan wird in die Luft fliegen, höhnte Captain Haken in Gedanken an seine ausgelegte Zeitbombe. Als Glöckchenfee dies hörte, durchschaute sie Hakens Betrug. Sie schoss durch die Luft wie eine Sternschnuppe, fiel auf einen Pilz und stolperte in den Galgenbaum, gerade als Peter Pan das so hübsch verpackte Geschenk öffnen wollte. Bild 6. Schon war Wendy am Ende der Schiffsplanke angelangt und hatte den letzten Schritt getan, da flog der von Glöckchenfee herbeigerufene Peter Pan hinzu und fing sie auf, bevor sie überhaupt nass werden konnte. Es war allerhöchste Zeit, denn schon ertönte das unheilvolle Tick-Tack. Peter Pan trat jetzt auf den Kapitän zu. »Hilfe, rettet mich!« schrie dieser vor Angst und fiel in seiner Verwirrung über Bord, dem Krokodil geradewegs in den Rachen. Bild 7. Glöckchenfee aber bestreute das ganze Schiff mit ihrem Zauberstaub und brachte die Kinder, die ihr Ausreißer bereuten, wieder nach Hause. Wendy aber dachte noch lange Zeit an Peter Pans Insel zurück, wie an einen aufregenden Traum.